Ich schaue immer wieder auf Amazon, um zu überprüfen, wo die Preise für das Essential Spec von Tasmanian Tiger liegen und gebe ein Tasmanian Tiger Essential Spec und auf einmal werfen mir die Amazonianer dieses Ding hier aus und sagen, that's the Essential Spec aus China, billig, günstig. Das habe ich natürlich gleich geholt und wenn interessiert, was es kann, bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Oswald, schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, ja, von Viper Tactical. Ich habe das auf Amazon geholt und man kann natürlich nicht sagen, dass das ein Nachbau ist. Ist es auch überhaupt nicht. Es ist ein anderes Konzept, ist aber ähnlich und wird von manchen als Ersatz angesehen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Dieses Viper Tactical ist etwas kleiner als das Essential Spec. Ich habe jetzt hier das Standard Essential Spec, ja, etwas kleiner und auch anders aufgebaut. Also man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Was ich gleich sagen muss, ist das hier. Das Essential Spec von TT hat richtige Gurte, das hat das hier nicht, aber man kann nicht immer gewinnen. Dafür kostet es auch, weiß ich nicht, fünfmal so wenig, ja, es ist deutlich günstiger. Das Material, ich habe jetzt ausgepackt, ja, man riecht ein bisschen diesen Textilgeruch, den man auch bei Max Fuchs und Miltec Produkten hat oder anderen Dingen, die man auf Amazon kauft. Ist das schlecht? Weiß ich nicht, musst du für dich selbst entscheiden. Aber es passt sicher auch einiges rein. Du siehst, ist sehr schön komprimiert. Hier unten sind drei Schlaufen. Sind die dazu da, dass man hier jetzt noch einmal einen Gurt dazu gibt, dass man hier unten noch Ausrüstung dazu gibt. Das passt gut. Was ich schön finde, ist, dass es drei unterschiedliche gibt. Also nicht nur einen, weil dann schlankelt das so hin und her. Also es bewegt sich hin und her, wenn man dann, weiß ich nicht, eine Jacke raufgeben würde oder einen kleinen Schlafsack oder sonstiges. Und da wir aber drei haben, können wir aber auch variieren. Wenn wir etwas haben, was weniger voluminös ist, kann man nur zwei Schlaufen benutzen. Das finde ich super, das haben sie wirklich schön gemacht, das gefällt mir. Was war das jetzt? Okay, da kommen wir dann gleich dazu. So, was anders ist als beim Essential Spec ist, dass wir hier bei diesem Viper Tactical Rucksack vorne noch einmal eine Organisationstasche haben. Also noch einmal eine Tasche, da ist nichts an Organisation drin, also ich habe es falsch gesagt, ja, das ist einfach nur ein Sack, aber hier passt noch einmal Ausrüstung rein. Das heißt, dieser Teil hier vorne ist ein Frontfach, das ist cool. Hier haben wir das Hauptfach, überall kleine Löcher mit dabei, dass man das ausrinnen kann und die Luft raus kann und sowas und überhaupt, das passt. Den Zip merkt man, dass der sehr einfach ist. Ist das ein Problem? Nein, kostet auch deutlich weniger. Gut. Das ist einfach, gut, das bringt wahrscheinlich nichts, dieses kleine Schlauferl hier. Oder doch, vielleicht kann man da irgendwo, ist da unten auch was einknetet? Nein, weil sonst könnte man Flexicord hier noch einmal drüber geben. Das ist nicht der Fall. Also sie könnten jetzt zum Beispiel hier noch einmal sowas einnähen und dann könnte man da Flexicord drüber geben. Gut, hier Mollestreifen. Diese D-Ringe sind standardmäßig mit dabei und auch dieses Ding hier. Das ist auch ein D-Ring, der eingehängt wird über eine Montage in das Molle-System und wird dann hier reingegeben. Also ich würde dem nicht trauen. Ich würde dem fix nicht trauen. Nein, ich traue dem nicht. Also zumindest nicht, wenn es wichtig ist. Hier eine Glättfläche, dass man einen Patch draufgeben kann. Man könnte einen Knives 4 Patch oder einen Rossmann Patch draufgeben oder was auch immer. Nein, das war jetzt natürlich billige Eigenwerbung. Ist hier ganz klar. So wie immer. Hier, der Innenteil, das ist so eine Beschichtung, das erinnert mich an die Rucksäcke, die es von Max Fuchs und Miltec und so weiter gibt. Das ist ja gar nicht schlecht, ja gar nicht, überhaupt nicht. Und da gibt es so einen, wow, der ist etwas größer und fetter und da ist es so, jetzt fällt mir das nicht ein, dann habe ich schon vor 10 Jahren vorgestellt. Ja, vor 10 Jahren habe ich den vorgestellt. Da ist es so, entweder hast du Glück und der Rucksack ist damals um 30 Euro gegeben. Und ist natürlich schon sehr, sehr lange her, Inflation etc. pp., aber egal. Dann hat es um 30 Euro gegeben und entweder hast du Glück gehabt und das war ein Rucksack, der ewig gehalten hat, oder nach dreimal gehen ist da irgendwas abgerissen. Ja? Und das Material erinnert mich daran. Ja? Und auch das riecht halt ein bisschen, also ein bisschen auslüften lassen, soll so sein. Keine weitere Funktionalität, hier noch einmal eine Netztasche, aber Netztasche, nicht, dass das mit einem ist kein Gummi mit dabei, dass der das herziehen wird, um da ein bisschen mehr, ja, Druck aufzubauen und das fester zu halten, aber um den Preis kann man auch nicht mehr erwarten. Was ich schön finde, ist, dass der Zip nur bis hier aufgeht. Das bedeutet, du kannst da auch Kleinzeug reinpacken und aufmachen und ohne, dass da gleich alles entgegenkommt, das finde ich gut. Hier seitlich sind auch Molle-Schleifen, die aber ein deutlich anderes Material sind. Während das Molle hier so ein schöner, feiner und auch leichter Stoff ist, ist das hier einfach irrsinnig schwer. Und das ist auch ein Punkt. Und noch einmal, mir ist es wurscht, ja, du kannst das eine oder andere kaufen. Ich möchte jetzt nicht, weil ich kann schon lesen, die Kommentare, du bist ein TT-Fan und der magst du das schlecht. Ich mache das überhaupt nicht schlecht, nur wo sind die Vor- und Nachteile? Da zahlst halt viel Geld, da zahlst wenig Geld.
Der ist leicht dafür, dass ich relativ mehr Volumen habe. Und der ist schwerer. Und das sieht man allein an den Mollestreifen, die verarbeitet wurden. Ist das schlecht? Nein. Wenn es da wurscht ist, viel Spaß damit. Aber das sind die Unterschiede. So, dann hier oben gibt es so ein... Was ist das eigentlich? Kann man irgendwer sagen, was das ist? Es geht nämlich nicht durch, also sonst würde ich jetzt sagen, etwas zum Aufhängen oder ein Pseudogriff. Was ist das? Was ist das? Na, wie auch immer. So, seitlich Molle habe ich eh schon gesagt und die Kompressionsteile, hier, die sind einfach gemacht, aber jetzt nicht automatisch schlecht, das passt schon. Auch, was ich sehr gut finde, sind diese Gumminüppelbüppel da drauf, dass man die Schlaufen, die überhängen, verstecken kann. Das ist gut, das ist wirklich gut, das ist super. Hier hat man seitlich auch noch einmal das. Ich habe hier so eine Schlaufe und da seitlich auch noch einmal. Was ist das? Was bringt das? Wenn irgendwer eine Idee... Jetzt sehe ich's. Hey, da ist ein Einschnitt drinnen, schau her. Da ist ein Schnitt. Soll da Ausrüstung durchgehen? Ja. Und die haben das da drüber genäht, damit diese Öffnung nicht an der Außenluft... Man hängt sie schon an der Außenluft. Du weißt schon, was ich meine, dass sie abgedeckt ist. Das heißt, da könnte man Trinkblase oder sowas reingeben. Ich hasse Trinkblasen. Aber egal. Es geht. Ja, warum nicht? Ich finde das super. Nein, finde ich super. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Tasche auch, und das hat zum Beispiel dieses Essentials Pack nicht wirklich, denn da hat man ein bisschen ein Tragesystem ist übertrieben, aber das ist hier ein bisschen eine Polsterung. Das hat dieser Viper Tactical 0, Josef. Überhaupt nicht. Hat er nicht. Aber dafür kannst du das auch auf einen anderen Rucksack draufgeben, der ein Molle-System hat. Also wurscht, was dir halt alles einfällt. Das heißt, du könntest diese Tasche hier als zusätzliches Tag-Pouch mit draufgeben, runternehmen und hättest dann aber trotzdem auch einen kleinen Mini-Rucksack mit dabei. Da kommen wir dann gleich dazu. Das finde ich ist eine nette Idee. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das macht natürlich auch das dazugehörige Gewicht aus. Hier sind die Mollestreifen mit einem anderen Material als vorne. Dadurch auch etwas leichter, aber ja, das hängen kleine Fäden ab. Aber noch einmal, das sage ich nicht, um zu sagen, ich meckere darüber. Na, nur uns muss einfach klar sein, dass es Preisunterschiede gibt. Und ich weiß nicht, also ich glaube aber nicht, dass das aufgeht. Nein, das ist nur nicht ganz sauber abgeschnitten. Das kann man selber machen und dann ist auch alles gut. So, gut. Jetzt kommt etwas, das da bewusst sein muss. Als Notrucksack, dass ich sage, ich hau das auf einen anderen größeren Rucksack rauf und dann lasse ich die große Wolke irgendwo liegen, im Basecamp sozusagen, in meinem Bushcraft Basecamp hier. Bushcraft Areal auf Val d'Olabade, da gibt es ja auch unsere Camps, Bushcraft Camp. Und da hast du dein Zelt und alles und dann gehst wandern und dann nimmst du halt dieses Teil mit dazu. Da ist das eine klasse Geschichte. Bedenke aber, du hast kein Tragesystem. Das bedeutet, das jetzt für Kleinigkeiten mitnehmen, das reicht. Das sage ich dir, das reicht. Wenn das nicht allzu schwer wird, reicht das und du hast einen netten kleinen Rucksack mit dabei. Das ist super, das ist großartig, für wenig Geld. Wenn dir das taugt, gebe ich da unten den Link, holst du auf Amazon, alle sind glücklich, das ist wunderbar. Schwer, also wirklich schwer, würde ich da jetzt nicht einpacken. Hat auch ein kleines Abwurfsystem sozusagen. Ich finde das schön, ich finde das einfach wirklich schön gemacht. Und ja, das taugt mir irrsinnig, weil wir haben dieses Thema öfter, im Rucksack-Thema und bei den Kaufberatungen, die wir immer wieder mal haben, wobei in letzter Zeit, ich komme einfach nicht dazu, es rufen so viele Leute an und schreiben E-Mails, es tut mir leid, es ist nicht böse gemeint, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, es geht sie einfach nicht aus, obwohl mich das total anfixt, weil ich dann natürlich extrem viel lerne, denn am meisten lernt immer der Lehrer, aber sei es drum. Und das hier ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Es gab mal von TT auch und auch von, ich glaube auch von 5.11, da gibt es es vielleicht sogar noch, einen großen Rucksack und ein kleiner Rucksack ist als Ersatzrucksack mit drauf. Ja? Und das kannst du mit dem, die gab es. Ja, bei 5.11, glaube ich, gibt es das sogar noch. Wenn ich die auch einmal vorstellen soll, dann schreib mir gerne einen Kommentar, dann kann ich auch einmal 5.11 vorstellen. Weil wir den Shop sowieso jetzt umstrukturieren und wir weniger Rucksäcke und solche Sachen aufnehmen, weil wir mit Amazon einfach nicht Schritt halten können. Bei Amazon, es ist für den Kunden einfach so, wenn du an den günstigsten Preis suchst, und das ist momentan halt ein ganz wichtiges Thema für sehr viele Leute, ich kann mit Amazon nicht konkurrieren. Es ist einfach so, aber es sei es drum. 5.11, ich kann ja auch gerne mal vorstellen, Helicontex hat man ja auch im Sortiment,
ja, wie auch immer. Aber ich finde das gut. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr brauchbare Lösung. Ich werde das in den Langzeittest nehmen, also für so Kleinigkeiten. Also ich werde jetzt nicht auf einen Rucksack draufgeben, weil da habe ich ein anderes System, aber egal. Ich werde einfach ausprobieren, was dieses Viper Tactical, und ich bin nicht von denen gesponsert, ich habe mir das selber gekauft, weil es mich interessiert. Ich werde mal anschauen, wie sich der tut. Ja, wie sich der einfach tut. Für so Nachmittagsausflüge. Es gibt kein Tragesystem, das heißt, ich kann das jetzt nicht irgendwie miteinander verbinden. Kein Brustgurt, ja, Hüftgurt, den verwende ich eh selten. Kleines Taschal, schreib mal, was du davon hältst. Das war's jetzt. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir natürlich den Link zu meinen Produkten. Das sind die unterschiedlichen Messer, dann die unterschiedlichen Scheiden, die wir hier in Österreich produzieren. Für Victorinox, für Leatherman. Danke für alles, dein René Rossmann. Ciao.